Dann kam die Frage auch immer wieder, ob ich eigentlich auch noch Storytimes quasi von mir habe, die ich erzählen könnte. Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Nicht wundern, ich bin abgeschminkt und frisch geduscht und mit gewaschenen Haaren, wo die ganze Designsträhne wegsteht, weil ich es gerade geföhnt habe, weil ich eigentlich gerade dabei war, ins Bett zu gehen, weil ich morgen wieder früh raus muss und mir gedacht habe, nee, ich habe überhaupt keine Lust drauf, dann in der Früh Haare waschen zu müssen, deswegen wollte ich das jetzt noch schnell erledigen. Und als ich dann soweit war, war ich so, ups, ich habe heute den ganzen Tag was vergessen, was mich nicht wundert, denn es ist schon sauspät. Der Tag war wahnsinnig lang und ich hatte sehr, sehr viele Termine. Deswegen, ja, kurz und knackig, hätte ich gesagt, zeige ich euch meine Adventkalender-Päckchen. Das Q&A würde ich in diesem Fall auch von anders verlegen, denn ich bin schon saumüde. Aber Päckchen, das muss jetzt noch eben sein. Und da haben wir einmal wieder das von Rituals mit der Nummer 13. Das ist, oh, für den Mann. Naja, okay, gut, dann gebe ich es halt ab. Mit Zedernholz. Dieses gute Ding hier. Riecht aber ganz gut, aber ja, definitiv männlich. Dann habe ich hier wieder eine Nudelpackung gezogen. Diesmal wieder die Carbonara. Mag ich sehr, sehr gerne. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Und dann haben wir hier wieder den selbstgepackten Kalender mit einer Kerze. Und zwar diese hier. Und einer, ich glaube, es ist eine Handcreme. Nein, eine kleine Erfrischungsdusche von Veleda. Genau, und dann haben wir noch hier ein letztes Päckchen, das auch sehr gut duftet, muss man dazu sagen. Also ich glaube zu erahnen, was da sich verbergen könnte. Und ja, es ist etwas von Lush und zwar ein Strawberry Center. Nachdem das hier drin aber so ein bisschen rieselt, weiß ich nicht, ob das gerade so schlau ist, den da rauszuholen. Doch, ich mache das eben auf. Weil es ist sonst sicher nicht der, wenn ich ihn jetzt raussuchen würde. Okay, ja, da ist ein Stückchen abgebrochen, deswegen rieselt das so drinnen. Ich hoffe, man kann ihn halbwegs erkennen. Das ist auf jeden Fall der Santa. Das heißt, ja, ich habe mal wieder ein bisschen was zum Baden. Da hätte ich das mal früher gewusst, hätte ich heute Abend baden gehen können. Naja. Blöd gelaufen, aber wir haben dann noch die restlichen Tage der Woche. Das war es auf jeden Fall, wie gesagt, für heute. Ich möchte, da bimmelt mein Handy schon, ich möchte wirklich ganz dringend ins Bett. Aber morgen ist ja auch noch ein Tag und da quatschen wir einfach ein bisschen länger. Da bin ich wieder. Es ist Donnerstag, glaube ich. Ja. Das Wetter ist nicht so prickelnd. Deswegen ist es jetzt irgendwie auch schon ein bisschen dunkel. Also ja, schauen wir mal. Vielleicht wird es noch was. Aber ich bin inzwischen schon zu Hause von der Arbeit und muss heute auch noch einiges erledigen. Ich hatte heute eigentlich angedacht, schon mal Geschenke kaufen zu gehen. Ich glaube aber, das wird nichts. Ich glaube, das wird erst nächste Woche passieren. Man kann es sicher mal vornehmen. Ich wollte auf jeden Fall heute nochmal irgendwie raus. Ich muss sowieso auch normal einkaufen gehen und so. Aber bevor ich das mache, wollte ich mich schnell hinsetzen. Ich bin übrigens heute ein bisschen im Chiller-Modus und irgendwie ist es auch recht warm in der Wohnung, deswegen brauche ich nicht mal einen Pulli. Deswegen habe ich hier mein Baby-Yoda-Schlabber-T-Shirt an und habe mich schon aus den Arbeitssachen geschält. Aber ja, ich würde sagen, wir packen dann einfach mal gemeinsam aus mit der Nummer 14. Ich starte mal mit dem Kalender hier. Da haben wir so ein kleines Glasbehältnis. So ein... Ich glaube, da kann man Bonbons und sowas reintun, beziehungsweise ich glaube, man könnte sogar Schreibkram aufbewahren, irgendwelche Büroklammern oder was in die Richtung. Ich glaube, das werde ich nämlich eher dafür verwenden. Sehr cool. Mein Freund hat zwar letztens geschimpft und gemeint, er wird das nächste Mal vorher sagen, sie sollen mir nicht so viel Dekokram schenken, weil das steht dann alles wieder nur in der Wohnung rum. Aber ja, also ich finde es toll. Apropos mein Freund, ich habe auch aus der magischen Box etwas rausgezogen und zwar
dieser Rahmen hier, das sind wieder die Zha Zha Niang, wenn man sie so ausspricht. Ich hoffe. Die fand ich sehr gut, die habe ich bereits gekostet. Waren, glaube ich, ein bisschen schärfer als andere. Generell, ich habe auch die mal jetzt so einen in diesen Töpfen, also halt diese, ach Gott, wie heißen die Dinger? Es gab ja, also gibt die da und es gibt welche, die sind in so einer Box quasi drinnen. Und ich habe jetzt mal, weil ich zu faul war, die Nudeln zu kochen und dann das Ganze nochmal anzubraten, was ich sonst immer mache, mit Käse und so Zeug, habe ich es diesmal nur so gemacht, dass ich eben diese Packung aufgemacht habe, da Wasser reingefüllt habe, dann soll man das zumachen und dann eben darin quasi kochen lassen. Dann gibt es auch so Einstichstellen, wo du das Wasser dann abtropfen lassen kannst und dann gibst du die Soße dazu und ich gebe dann immer noch ein bisschen Milch dazu und eben auch ein bisschen Käse. Also eigentlich habe ich nicht viel anders gemacht, außer dass ich sie nicht angebraten habe. Aber ich hatte das Gefühl, es war trotzdem viel schärfer als sonst. Ich habe das nämlich auch mit einer Sorte gemacht, die ich schon mal gegessen habe, auch nicht vor allzu langer Zeit. Und ich hatte das Gefühl, es war viel, viel schlimmer, als wenn ich es brate. Und ich weiß nicht, warum. Es ist ein spannendes Phänomen. Aber gut, damit wir hier weitermachen, würde ich sagen, wir machen mit dem Rituals-Kalender weiter. Und da haben wir einmal vom Ritual of Ayurveda eine Bodyöl. Sehr cool. Das ist tatsächlich auch eine meiner liebsten Serien von Rituals. Da habe ich auch von Body Spray über Body Scrub und so alles Mögliche, mal abseits von dem Kalender. Und dann haben wir, ich glaube, das ist ja, das war das Richtige, genau, den Kalender meiner besten Freundin. Und da, was hat sie da reingestopft? Da haben wir Masken. Ich glaube, das sind so Brausetabletten, die man auflösen muss und dann kann man eine Gesichtsmaske drauf machen. Ich habe leider keine Ahnung, weil das steht hier hinten auf, ich nehme an, es ist koreanisch, weil sowas ist irgendwie immer koreanisch. Da ganz hinten steht es auf ukrainisch und jetzt weiß ich auch, woher sie es hat. Keine Ahnung, wie es funktioniert, ich werde sie fragen müssen, wie man die anwendet, aber ja, passiert. Das waren auf jeden Fall meine Kalendergeschenke für heute. Und dann habe ich mir gedacht, machen wir mit dem Q&A weiter. Allerdings, ich werde es jetzt nicht allzu sehr ausarten lassen, weil morgen will ich ja vielleicht auch noch ein paar Fragen beantworten, beziehungsweise morgen muss ich ja auch noch ein paar Geschenke auspacken. Deswegen schauen wir mal, was da für Fragen aufgekommen sind. Zum Beispiel bezogen auf die Community Stories, wie ich die Geschichten sortiere oder reihe oder in welcher Reihenfolge ich sie halt erzähle. Ich muss dazu sagen, das hat teils System, teils nicht. Ich habe alle, also wenn ich eine E-Mail bekomme, dann ziehe ich die in verschiedenen Ordner. Es sind zum Beispiel eben die Community Stories oder dann die Kummerkasten-Videos. Es gibt auch manche, die haben quasi beides drinnen, dann schaue ich immer, dass ich es in einen der beiden Ordner packe und wenn das quasi abgearbeitet ist, dann ziehe ich es in den nächsten Ordner. Und ich mache es auch so, dass ich dann das mit Sternchen markiere, alle, die quasi neu dazu kommen und wenn ich dann die Geschichte oder wenn es mehrere sind, alle daraus erzählt habe, dann entsternchen ich das quasi und dann weiß ich, okay, das ist abgearbeitet. Und ich versuche schon, die auch jetzt vor allem noch weiter unten sind, weil sie halt älter sind, jetzt langsam alle abzuarbeiten, damit ich alles mal erzählt habe. Allerdings versuche ich natürlich auch, dass die Geschichten irgendwie ein bisschen zueinander passen, sei es jetzt von der Länge, dass dann eben nicht ein Video super kurz oder ein anderes massiv lang ist, weil es nur lange Geschichten sind. Dann teilweise auch von der Thematik, dass wenn halt es Geschichten gibt, die irgendwie gut zueinander passen, weil was Ähnliches passiert ist oder was komplett Konträres oder es irgendwie lustig halt im Zusammenhang zueinander ist, versuche ich das auch miteinander so ein bisschen in Verbindung zu bringen. Aber so ein wirklich hundertprozentiges System habe ich da eigentlich nicht. Dann werde ich auch immer wieder nach Tattoos und Piercings gefragt. Also bis auf meine Ohrlöcher, die man hier sieht, sieht man, glaube ich, keine Piercings. Es sind doch sonst keine versteckt. Dafür bin ich viel zu schmerzempfindlich, würde ich mal sagen. Ich habe lange überlegt, mir irgendwie so ein
zweites oder drittes Ohrloch stechen zu lassen, aber selbst dafür bin ich ein bisschen zu schissig. Ein Helix wäre irgendwie auch cool. Auf der anderen Seite, ich habe immer total Angst, dass ich mit sowas hängen bleibe. Deswegen trage ich auch eigentlich selten so richtig wuchtige Ohrringe. Eher dann für Videos oder halt für irgendwelche Events oder so, wo ich weiß, okay, da passiert es mir nicht so schnell, dass ich im Alltag irgendwie hängen bleibe. Tattoos bin ich lange am Planen. Zum einen ein Tattoo quasi nur für mich, was so Bezug auf Familie und sowas hat, was eigentlich jetzt zu dem Zeitpunkt nochmal cooler wäre und nochmal mehr Bedeutung hätte. Da bin ich auch im Überlegen, ob ich das vielleicht mit meiner Schwester zusammen machen werde, werde ich sie mal fragen. Und dann will ich eigentlich seit 2 Jahren ein Freundschaftstattoo mit einer sehr guten Freundin machen lassen. Und wir kommen irgendwie nicht dazu, weil erst war sie, glaube ich, im Urlaub und dann war sie im Ausland für ein Semester. Und dann war sie zwar auf Besuch, aber dann hat sie irgendwie auch gerade kein Geld. Und dann ist es irgendwie nie wirklich dazu gekommen. Und jetzt haben wir gesagt, wir müssen es unbedingt machen, weil wir wollten es eigentlich zu unserem 10-Jährigen machen. Und ich glaube, es sind inzwischen 12 Jahre. Ja, sowas. 12 oder 13. Also es ist auf jeden Fall jetzt lang genug her, dass wir sagen, okay, wir müssen das jetzt endlich machen. Wir reden jetzt schon so lange darüber. Das wird zwar auch nicht exakt dasselbe Tattoo, also es ist ein Thema quasi, was uns verbindet, aber jeder auf seine Art und Weise quasi, auch an verschiedenen Stellen, sodass wir zwar wissen, dass es zusammengehört, aber dass es jetzt vielleicht für andere auch nicht so total ersichtlich ist im ersten Moment. Was das sein wird, ich kann sogar sein, dass ich das vielleicht mal irgendwann erwähnt habe. Das ist ein Flamingo, weil uns Flamingos verbinden durch ein paar lustige Geschichten. Und ich hätte eben gern so ein Fine Line One-Liner-Tattoo mit so ein paar Punkten. Hab das auch mal irgendwie selber gezeichnet und wahrscheinlich am Knöchel, wobei ich mir da immer noch nicht ganz sicher bin, ob das die richtige Stelle ist. Ich könnte es mir auch hier vorstellen, aber da will ich eigentlich das andere Tattoo haben. Mal gucken. Wie gesagt, da sind wir wieder bei schmerzempfindlich und schissig, wobei ich glaube, dass ich bei sowas weniger schmerzempfindlich bin, wenn das kontinuierlich ist. Also ich mag es nur nicht auch bei Spritzen oder so, wenn das so einmal ist. Wenn es mehrfach ist, dann ist es nicht so schlimm. Also mal sehen. Mal sehen. Dann kam die Frage auch immer wieder, ob ich eigentlich auch noch Storytimes quasi von mir habe, die ich erzählen könnte. Und ja, da gibt es tatsächlich auch einige. Ich komme nur irgendwie nicht dazu, dadurch, dass ich ja eben dieses eine fixe Storytime-Format quasi habe, wo klar ist, dass es kommt. Ist das halt schwierig, sage ich jetzt mal, dann noch die Zeit zu finden, das auszuarbeiten, beziehungsweise ich müsste mich halt mal hinsetzen und das wirklich mal genau niederschreiben. Manches davon ist dann schon wieder so lange her, dass ich mir nicht ganz sicher bin, wie das genau abgelaufen ist. Gerade wenn das jetzt irgendwie Storytimes bezogen auf meine Datingphase ist. Also die letzte Phase ist ja jetzt auch schon wieder, wie lange sind wir zusammen? 2,5 Jahre her, länger. Die Phasen davor überhaupt noch viel länger und da hätte ich eigentlich auch noch Geschichten, die man erzählen könnte. Also ja, muss man schauen. Aber es gibt auf jeden Fall welche und irgendwann finde ich bestimmt die Zeit. Eigentlich hätte ich ja gerne den Dezember dafür genutzt. Konnte keiner wissen, dass sich das alles anders gestalten wird. Aber ich habe auf jeden Fall vor, im Januar auch wieder ein bisschen mehr durchzustarten mit Videos. Wobei ich da zumindest am Anfang auch noch recht viel zu tun habe. Also ich will nicht zu viel versprechen, das war nämlich auch eine der Fragen, was für Formate so in nächster Zeit geplant sind, weil mir auch oft Vorschläge gemacht werden für Formate, worüber ich wahnsinnig dankbar bin. Ich finde es echt cool und schreibt mir gerne was davon. Bei mir hapert es nur einfach ein bisschen an der Umsetzung. Nicht, weil ich es nicht machen will, sondern weil ich die Zeit oft einfach nicht finde, da YouTube einfach ein Hobby für mich ist. Wäre natürlich cool, wenn es auch mein Beruf wäre, aber ich glaube, ihr seht selbst an meinen Abonnenten und Zuschauerzahlen, dass es das halt einfach nicht spielt, weil man einfach erst mit einer gewissen Reichweite davon leben könnte, sage ich jetzt mal. Ich meine, ja, es wirft schon auch ein bisschen was ab,
Aber jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich kann meinen Job hinschmeißen und bin jetzt Vollzeit-YouTuberin. Das geht leider nicht. Wäre natürlich cool und ist, glaube ich, auch der Traum von so vielen Leuten, weswegen ja auch so viele dann irgendwie damit anfangen. Ich habe aber kein Problem damit, dass es nicht so ist. Also ich mache es total gerne. Mich fragen auch immer ganz viele Leute so, oh, bist du nicht traurig, dass du so wenig Abonnenten hast im Verhältnis? Weil ich oft, und da bin ich auch sehr dankbar, das Kompliment bekomme, dass meine Videos qualitativ sehr hochwertig sind und dafür eben verhältnismäßig wenig Aufrufe erzielen. Oder halt nicht zu einem so breiten Publikum angezeigt werden. Ja, kann ich damit leben. Also es ist okay, ich habe da so meine Nische gefunden und habe kein Problem damit, dass es halt vielleicht jetzt nicht Tausende, Zehntausende Leute anspricht. Wäre natürlich cool, aber dafür bin ich eigentlich auch sehr dankbar über die Community, die wir so haben, weil natürlich eine größere Reichweite ist was Tolles, es kann aber auch viele negative Seiten mit sich bringen, insofern, dass halt dann natürlich auch dort Menschen sind, die einem nicht immer so wohlgesonnen sind, und das ist jetzt eigentlich jetzt bei mir unter meinen Videos super selten. Also ich hatte mal einen ziemlichen Hype, das ist jetzt auch schon Jahre her, das war ziemlich zum Anfang meiner YouTube-Karriere, sage ich jetzt mal, 2015 oder so, da habe ich durch Zufall ein sehr ähnliches Video zu Bibis Beauty Palace gemacht. Oh, also nicht zu ihr, sondern es war so eine Morgenroutine versus Reality. Und sie hat halt ein paar Tage später auch so eins hochgeladen. Und durch den Algorithmus ist meins dann bei ihr viel angezeigt worden, durch einen Zufall. Und da sind dann plötzlich so viele ungute Menschen zu mir rüber geschwappt. Ich meine, mein Kanal ist auch sehr schnell gewachsen, aber ich bin damit auch nicht gut klargekommen, weil es mich sehr überfordert hat und auch die Negativität mich oft sehr überfordert hat, weil mir auch dann oft unterstellt wurde, dass ich sie nachmache oder sonst was, wo ich mir gedacht habe, Entschuldigung, ich habe das Video vorher hochgeladen. Das kann nichts dafür, dass ihres sehr ähnlich ist. Es war ja auch ein Format, was alle sehr ähnlich gemacht haben. Aber ja, also so viel dazu. Deswegen, natürlich, manchmal bin ich ein bisschen traurig, dass es nicht so, sagen wir mal, erfolgreich ist, wie es sein könnte. Aber ich bin zufrieden, so wie es ist. Und ja, ich glaube, sonst würde ich es auch nicht weitermachen. Also ich glaube, wenn es mich super frustrieren würde, dann würde ich das nicht weitermachen. Deswegen, ich bin glücklich so. Und dann vielleicht als letzte Frage für heute, weil ja, vielleicht mache ich einfach morgen noch ein paar Fragen, aber also ich bin gerade ein bisschen zu doof, in meinem Programm am Handy das zu suchen, weil es gibt ja so eine, abgesehen von der normalen YouTube-App, noch dieses YouTube Studios. Und ich habe jetzt die ganze Zeit versucht, nach Fragen zu filtern, aber so ganz funktioniert das nicht. Deswegen, ja, ich glaube, ich werde mir dann einfach für morgen ein paar Fragen rausschreiben. Es ist vielleicht ein bisschen einfacher. Ja, als letzte Frage, ob ich schon Urlaub geplant habe für nächstes Jahr. Und tatsächlich, jein. Also ich wäre gerne Skifahren gegangen. Aber ich glaube, das wird nichts. Außer wir erleben jetzt noch einen krassen Wintereinbruch. Dann habe ich ja noch, sagen wir mal, Pi mal Daumen bis Ostern Zeit. Vielleicht finde ich dann ein, zwei Tage, wo es sich irgendwie doch noch ausgeht. Ich plane aber jetzt mal nicht. Ich würde wirklich, wirklich gerne, aber es wird saustressig für mich im Januar und vor allem dann auch im Februar. Und Anfang März kann ich auch erst recht nicht, deswegen, das ist alles ein bisschen mühsam dieses Jahr. Deswegen, das hätte ich jetzt eigentlich eher in den Weihnachtsferien machen müssen. Aber gut, da fahren halt dann auch wieder alle und das ist dann irgendwie auch blöd und so spontan freinehmen geht halt auch nicht immer. Deswegen, wahrscheinlich wird es dieses Jahr eher wieder ausfallen, so wie, wenn ich jetzt darüber nachdenke, auch letztes Jahr, was sehr traurig ist. Ich dachte irgendwie, letztes Jahr waren wir, aber nein. Es war das Jahr davor und ich glaube, das Jahr davor, glaube ich, weiß ich nicht mehr. Ja, auf jeden Fall. Ja, das mal dazu. Was auf jeden Fall geplant ist, was nur noch ausgearbeitet werden muss, ist, dass ich vorhabe, Ende April, Anfang Mai für 2 Wochen wegzufahren mit meinem Freund. Und da ist jetzt gerade die Frage, in welche Richtung das gehen soll. Es gibt quasi so
drei Punkte. Entweder man sagt, okay, man macht totalen Entspannungsurlaub auf den Kanaren, das heißt, oder macht da vielleicht so ein bisschen Inselhopping mit halt entweder Fuerteventura, Teneriffa, Gran Canaria und so, aber macht halt wirklich auf, okay, wir entspannen, natürlich, man schaut sich da auch was an, aber eher so chillen. Oder das nächste wäre, wir fahren mit dem Auto Roadtrip-mäßig herum, schauen vielleicht eben so ein bisschen Italien, Spanien, Frankreich uns so ein bisschen die Gegend an. Da kommt es aber dann auch ein bisschen auf das Wetter drauf an. Oder, und das kam irgendwie jetzt vor ein paar Tagen auf, das war irgendwie total spontan, war, naja, wir könnten ja auch einfach 2 Wochen nach Thailand fliegen oder so. Was natürlich auch ginge, ja, aber er hat eigentlich furchtbare Angst vor Spinnen und mag das halt alles nicht so, was da so kreucht und fleucht. Und deswegen habe ich gesagt, überleg dir das nochmal. Ich meine, ja, ist jetzt vielleicht nicht so schlimm wie in Australien, aber ich glaube, es ist dort trotzdem nicht so lustig in dem Bereich. Und ich weiß eben auch nicht, ich habe dann auch gesagt, naja, ich weiß nicht, ob das zu der Zeit gut ist oder ob da gerade Regenzeit ist oder sonst was. Das heißt, das müsste man alles dann noch recherchieren. Ja, aber das wären quasi so die Möglichkeiten. Aber wir wollen auf jeden Fall für 2 Wochen, 10 Tage oder so wegfahren, weil das eben sich perfekt ausgehen würde, weil wir da beide nichts zu tun haben. Beziehungsweise ich könnte mir in der Zeit freinehmen, weil da keine fixen Verpflichtungen sind. Und er hat eben zwischen seinen ich nenne es jetzt Praktika, aber es ist kein Praktikum. Es ist schwierig zu beschreiben. Einfach ein bisschen Pause und deswegen könnte genau in der Zeit wegfahren. Genau, also so viel dazu. Ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns einfach morgen und dann beantworte ich da vielleicht auch noch die eine oder andere Frage. Tschüssi! Hallo! Es ist nicht der 15. Ups. Nein, ist nicht so, als hätte ich vergessen oder so, sondern gestern war eine von 2 Beerdigungen, die jetzt innerhalb von recht kurzer Zeit stattfinden. Und es ist zwar die, die mich weniger belastet, was man so nicht sagen kann, weil es belastet mich beides, aber sagen wir mal, die nicht ganz so nah ist, wenn auch im Familienkreis, aber ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass sie mich dann doch so trifft. Deswegen habe ich dann, ich hätte auch das Video vorher aufnehmen können, da ging es mir ein bisschen besser, bevor ich hingefahren bin. Danach nicht mehr so. Ja, deswegen war ich dann nicht mehr so ganz in Stimmung, sage ich jetzt mal, um Päckchen auszupacken. Aber deswegen machen wir das heute. Ich habe bereits mein Video vorhin hochgeladen, habe mich auch jetzt nochmal umgezogen, weil ich jetzt noch ein paar Termine habe und werde jetzt schnell die Pakete auspacken und dann noch gucken, wie viel Zeit noch ist, um vielleicht ein paar Q&A-Fragen zu beantworten. Aber dadurch, dass es jetzt quasi wieder doppelt so viele sind, ist es wieder ein bisschen schwieriger. Aber gut, quatschen wir nicht zu viel, weil wie gesagt, ich stehe gerade ein bisschen unter Zeitdruck. Das ist halt leider immer ein bisschen der Mist an dieser Weihnachtszeit. Auf der einen Seite hat man irgendwie gefühlt doch viel Zeit, weil andere Sachen wegfallen, aber auf der anderen Seite ist es stressig und ich darf auf einer Weihnachtsfeier, die beginnt aber schon Mittag, Nachmittag, deswegen da muss ich mich dann eben auch ein bisschen sputen. Deswegen, wir fangen mal an, warte mal, wir müssen mit 15 anfangen, dann machen wir mal den hier. Ah ja, und sowas haben wir auch schon, jetzt haben wir einfach ein zweites Merry Christmas Glas. Mein Freund wird mich lünchen. Oder lüncht meine beste Freundin, je nachdem. Dann haben wir hier die Nummer 15. Eine Tiefenentspannung von den Duftwelten mit Sandelholz und Patchouli. Also eine Kerze davon Kneipp. Ah ja, das war es auch, was ich unter anderem da immer gerochen habe, wenn ich vorbeigelaufen bin im Schlafzimmer. Dann haben wir hier die Nummer 15 und da haben wir ein Shampoo von Ritual of Sakura in einer praktischen Reisegröße,
was sehr gut ist, denn mir gehen die Reisegrößen gerade ohnehin aus. Und boah, das riecht tatsächlich genau wie diese Serie. Richtig geil. Ja, ich hoffe, meine Haare vertragen es, weil die sind da immer ein bisschen pingelig. Und dann habe ich hier neben mir, ich hoffe, man hört es, den großen Sack mit den Ramennudeln drinnen. Und ich werde jetzt einfach mal runtergreifen und da eine ziehen. Auch wenn ich gerade aus dem Bild kippe dafür. Schon wieder. Egal, ich mag sie. Die Ramen mit Habanero Lime. Das waren nur, ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich vor 2 Tagen erzählt, die ich eben in diesem Karton ausprobiert habe, die um einiges schärfer waren dann plötzlich, als ich erwartet habe. Also, wo einfach die Zubereitung dann doch einen Unterschied macht. Mal schauen, vielleicht gebe ich sie auch einfach meinem Freund zum Kosten. Dann sieht er auch mal, wie scharf die sind im Vergleich zu den normalen Nudeln. Also wenn man sie einfach anders zubereitet, sage ich jetzt mal. Gut, dann machen wir weiter mit der Nummer 16. Das sind Tombow-Stifte. Wie cool. Das sind das fokussiert mal wieder nicht. Das sind so Art-Stifte, die sind wasserbasiert. Und da gibt es eben dann einmal so eine Pinselspitze quasi und dann nochmal eine dünne. Und ich liebe die, nur sind die leider auch ein bisschen teuer. Und mit denen kann man einfach so schön Bullet Journals machen und lauter so Sachen. Oder zum Beispiel will ich eigentlich ein Vision Board für 2024 machen. Da könnte ich das eigentlich auch sehr gut verwenden. Und dann machen wir weiter mit Rituals Nummer 16. Ach Gott, jetzt blinkt mein Akku schon wieder. Ich hasse es, aber vielleicht schaffe ich es, dass ich die Kamera da irgendwo auch anstecke, sollte sie den Akku verlieren. Da ist ein passender Conditioner zu dem Rituals of Sakura auch sehr gut. Na dann umso besser, dass wir die 2 Tage miteinander ausgepackt haben, oder? Ja, das hier. Oh Gott, ich bin schon verwirrt. Da haben wir einmal Karten? Platzkarten. Ah, okay. Großartig. Für die ganzen Weihnachtspartys, die ich schmeiße. Ja, nein, vielleicht irgendwann mal. Aber ja, das sind auf jeden Fall diese Platzkärtchen. Und dann war da noch drinnen eine Sensitive Handcreme mit Mandelöl von Kneipp. Sehr cool, sehr schön. Gut, nachdem mein Akku blinkt und ich gerade auch aus dem Stegreif nicht weiß, wo mein Ladekabel ist, nehme ich es vielleicht doch irgendwie als Zeichen, dass ich den Vlog an dieser Stelle beende. Ich habe sowieso gerade ein bisschen Wortfindungsstörungen, wie man vielleicht merkt. Also das Video wird wahrscheinlich schlimm gecuttet sein. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch trotzdem irgendwie gefallen hat, auch wenn es wieder mal ein bisschen chaotisch ist, aber ich glaube, das zieht sich einfach durch diese Vlogmas durch. Ich habe auch gerade nicht viel, was ich euch abseits von Kalender und oder Kalendern und meinen Q&As zeigen kann. Schau, Wortfindungsstörungen. Ah, Moment, bevor ich vergesse. Das muss ich ja auch noch ziehen. So, das ist jetzt, ich sehe es gerade gar nicht. Die doppelt spicy Ramen. Jetzt hätte ich beinahe meine Ramen vergessen. Ich glaube, ihr merkt, ich stehe einfach total neben mir. Ich bin natürlich so auch immer ein bisschen verwirrt, aber dieser Dezember ist nun mal einfach ein bisschen eine Ausnahmesituation. Naja, natürlich ist der Akku trotzdem ausgegangen. Ich habe zwar jetzt hier das Ladekabel, aber ich glaube, dass wir es trotzdem irgendwie sein lassen werden, weil ich jetzt irgendwie schon so im Beenden bin. Außerdem, es wird ja nicht besser mit der Uhrzeit. Ich sollte mich dann doch irgendwie fertig machen. Und ich glaube, es ist an der Zeit. Wie gesagt, es tut mir leid, dass es so chaotisch ist. Es freut mich trotzdem, dass ihr Vlogmas irgendwie, dass es euch gefällt und dass ihr es trotzdem guckt. Und ich hoffe, dass es zwar im Laufe von Vlogmas noch besser wird, dass ich vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen was anderes filmen kann. Ich fürchte aber, dass es irgendwie nicht so der Fall sein wird. Und ich verspreche einfach, dass das nächste Vlogmas besser wird. Es kann nur besser werden. Und eigentlich habe ich ja auch vor, im Januar, Februar dann auch wieder regelmäßig zu vloggen. Habe ich zwar letztes Jahr auch gesagt, ist nur so semi passiert. Aber man soll sich ja irgendwelche Ziele setzen. Da sind wir wieder bei dem Vision Board, das ich gestalten möchte. Ich muss mir auch einfach ein bisschen eingestehen, dass es halt einfach
komisch wäre, wenn alles glatt laufen würde und wenn ich ganz normal dieses Vlogmas gestalten könnte. Ich glaube, dann würde mit mir auch ein bisschen was nicht stimmen, wenn das in der Situation so locker-flockig gehen würde. Deswegen, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Und ja, wenn ihr noch Fragen an mich habt für Q&As etc., lasst sie mir sehr, sehr gerne in den Kommentaren da. Ich freue mich und wünsche euch noch eine schöne vorweihnachtliche Zeit. Ich höre jetzt auf zu reden. Tschüss.